Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Hausflipper. Wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Und heute kaufen wir uns mal den Bunker vom Onkel. 148 Quadratmeter, 2 Etagen, 9 Räume. Großes und sicheres Haus mit Bunker im Keller zu verkaufen. Renovierungsbedürftig. Kaufen wir. Leute, ich habe aktuell ein bisschen viele Gespräche mit Discord, aber auch für mein Berufsleben später. Also Discord ist jetzt halt mein Hobby, sage ich mal so. Also da habe ich aber natürlich auch diverse Gespräche, ne? Unter anderem hatte ich gestern ein Gespräch. Für euch ist es praktisch dann schon, Montag. Also ich habe am Donnerstag, Digga, was? Ich hatte am Sonntag den Termin gehabt. Und wir haben für euch dann heute Dienstag, für mich ist es aber heute Montag. Also ich hatte am Sonntag den Termin gehabt auf Discord. Heute, also Montag, hatte ich den Termin für die Ausbildung, also für eine Ausbildung. Hab aber auch heute, also am Montag, noch einen Termin um 15 Uhr. Auch für eine Ausbildung. Also ich habe praktisch zwei Termine heute für eine Ausbildung, die... Ja, also bei mir ist heute, also Montag ist heute kompletter chaotischer Tag, also alles chaotisch. Was wollte ich sagen? Dann habe ich noch am Freitag, der kommt halt noch, einen Termin für einen Minecraft-Server, weil ich da wahrscheinlich in den Team reingehe. Ne, und das war halt für am Sonntag auch ein Termin für einen Minecraft-Server. Da kommt aber dann auch ein Video drüber. Oder vielleicht auch zwei, wenn ich bei den beiden angenommen werde. Kommt natürlich bei beiden ein Video. Aber sonst kommt tatsächlich nur... ein Video darüber. So, also dieses Ding sieht absolut scheppig aus. Muss ich mal ehrlich zugeben. Achso, wir machen jetzt hier erstmal das sauber. Und ja, ich war auch ein bisschen nervös. Deswegen habe ich wahrscheinlich den schriftlichen Teil abverkackt. Also man musste da so irgendwie so schriftliche Dinger machen. Mit Mathe und sowas. Und ich bin nicht so gut in Mathe tatsächlich. Obwohl ich auf dem Zeugnis eine bessere Note stehen habe. Aber das ist, glaube ich, die Note, die da steht, ist nicht so wirklich... bei mir. Ich weiß auch nicht, die Note kommt halt einfach da drauf, wegen den ganzen Arbeiten. Das Ding ist auch, da sind so viele Sachen, da waren so viele Sachen, die konnte ich gar nicht mehr. Weil, einfach aus dem Grund, weil man die ewig halt nicht mehr gemacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Man hatte ja ewig diese Sachen nicht mehr und da vergisst man das natürlich. Und warum zur Hölle sind hier 50 Schränke, Alter? Und warum sind hier zwei Heizungsdinger? Hä? Das kann man da weg, wir brauchen nur einen. So, ich lasse es einfach hier so stehen und das kommt jetzt hier an diese Wand einfach so. Okay, ja, die Möbel könnte ich eigentlich stehen lassen. Dann kaufen wir uns hier mal kurz eine Heizung. Weil, Leute, ich muss nämlich auch gleich schon wieder weiter. Ne? Also wir haben es gerade 13:06 und halt um 15 Uhr habe ich den Termin heute. Dann muss ich natürlich wieder los. Ah, ich bin echt gespannt, wie das wird. Also ob das was wird. Vielleicht unterschreibe ich den heute auch. Dann werdet ihr das morgen in dem Video erfahren. Also ihr werdet dann praktisch... Ja doch, morgen in dem Video werdet ihr das erfahren. Da werde ich dann für euch berichten, würde ich mal sagen. So, jetzt brauchen wir hier einmal Gips. So, hallo, gib mir Gips, danke. So, zack. Farbe streichen wir auch gleich, würde ich sagen. Wir räumen jetzt hier aber erstmal alles raus. Ich lasse die Möbel einfach hier drin. Einfach nur aus dem Grund, damit ich keine neue holen muss. Und dass die Leute sich auch nicht beschweren. Im Prinzip können sie sich ja beschweren, weil verkaufen tue ich es halt an der Person, die mir am meisten Geld gibt tatsächlich. So. Hier ist noch dreckig. Zack, zack. Hier ist der Bunker, da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ach du Scheiße, ich gehe da nicht rein.
Okay, hier brauchen wir auch Gips. Zack. Wo soll hier Dreck sein, hä? Der zeigt man, hier ist Dreck, aber hier ist gar kein Dreck. So. Hallo? Dreck, wo sind Sie? Ah, hier, so. Es ist hier angeblich noch Dreck. Wo? Wo soll hier Dreck sein? Hä? Egal, Leute, wir lassen das einfach. Ah, jetzt ist es auch einmal weg. Mhm, natürlich. Brauchen einmal hier Gips. Hier rüber wachsen mit dem Gips. Was mit dem? Ja. So. Okay, zack. Zack, zack. Muss ich hier irgendwas mit Gips machen? Nö. Okay. Hier irgendwas mit Gips machen? Ja, habe ich schon gemacht. Hier ist auch noch ein Raum, ne? Das ist ja diese Badezimmer hier. Junge, ist hier viel Dreck. So. Jetzt ist der Dreck weg. Ne, hier ist noch irgendwas. Ach, das ist da draußen, ne? So. Okay, machen wir hier einmal den Staubi. Und saugen wir mal alles weg. So. Reiten die hier alle. Okay. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Räume gemacht, bis auf das, ja. Und hier ist der Ausgang, okay. Dann machen wir einmal noch die Fenster hier oben. So, ey, wie viele Fenster gibt es hier? So, hier ist auch noch Dreck dran, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Okay. Hier war jetzt der Ausgang, genau. Machen wir hier nochmal die. Warum sind hier 50 Fenster, Alter? Wofür braucht man die ganzen? So. 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 Zack, zack, zack. Und so. Hier auch einmal die Fenster jetzt noch. Hier die zwei. Bam, bam, bam. Zack. Und hier. So, okay. Jetzt müssen wir gucken. Hier haben wir jetzt eine Heizung geplatziert. Dann, nee, hier nicht. Dann muss hier noch eine rein, ne? Ja. Das machen wir natürlich einmal. So, so. Zack, zack. So. Bam. Hier noch. Und hier noch. Und dann hier nicht. Okay. So. Streichen mache ich dann später mit euch, Leute. Mache ich später offscreen. Dann zeige ich euch einfach gleich das Endergebnis. Hier unten werde ich definitiv nicht streichen. Das kann ich schon mal sagen. Weil ein Bunker sieht halt mal nur scheiße aus, würde ich mal sagen. Warum ist hier so ein Regal vor der Tür? Das macht auch keinen Sinn. So. Und die ist auch ein bisschen Dwegsch. Den Dweg müssen wir natürlich wegmachen. Hallo, bitte? Entfernen Sie das? Hallo? Achso, am Boden. Ach so. So.
Ah, die Tonne muss auch weg. Perfekt, gehen wir hier mal rein. Warum ist hier alles umgefallen? Ich frage nur so. 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 Das ganze Ding kann ja hier eigentlich weg, oder? Das ist eh schäbig, das Ding hier. So. Warte mal, hier ist noch ein bisschen dreckig. Will schon eigentlich alles entfernen hier. So. Und so, okay. Na, was ist hier so grün? Ist das Schimmel oder was? Warum kann man den Schimmel so einfach wegmachen? So. Weg mit der Mülltonne. Ich habe gerade zu einer Toilette. Ich habe gerade zu einer Toilette Mülltonne gesagt. Ihr wisst, was ich meine. So, hier ist irgendwo noch dreckig. Hallo? Wo? Ach, hier, wo ich stehe. Machen Sie den Dreck weg. Okay, perfekt. Du auch weg. So. Perfekt, hier ist ja alles sauber, ne? Toilette würde ich nochmal neu reinbauen. Toilette. So. Zack. Hallo, machen Sie bitte. So. Kaufen wir die hier einmal und bauen die natürlich auch. So, so. Okay. Dann war das. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Und ich würde sagen, Leute, ich streiche jetzt noch einmal kurz hier. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich hier die ganzen Räume gestrichen habe. Okay, Leute, da bin ich wieder und ich habe jetzt hier, wie ihr schon sehen könnt, alles weiß gestrichen. Das hier ist jetzt weiß. Hier ist jetzt auch schön weiß. So. Hier ist auch weiß. Sieht sehr geil aus, wenn hier alles weiß ist. Ja, hier ist auch weiß. Hier habe ich mit Fliesen gearbeitet, ne? Also Wandfliesen und hier auf dem Boden. Natürlich auch diese Fliesen. Hier nicht. Ganz ehrlich, einfach nur da dran. Deswegen war ich da nicht dran gekommen. Sonst hätte ich es auch gemacht. Ja, hier ist der Ausgang. Beziehungsweise der Weg zum Dingens. Und hier habe ich natürlich nie gestrichen, weil das wäre hier zu viel. Wir verkaufen das Haus, zur Auktion gehen. Und wir haben bezahlt 125.000. Und 135 kriegen wir. Das schmeckt. Wir machen mal so 5.000 nochmal mehr. So, 5.000. 15.000 ist geil. Digga, warum sieht er so aus? Geil, er kauft es. Dann nehmen wir es natürlich an, Leute. Und ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandu. Ciao, ciao. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Yeah. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Hol am Sprit, die Pink ist Wasser-Eis. In mein Bauch so blaue Butterflies. Kommt, die Wolken kann aus Fantasie sein. Hat Dauer eigentlich ein Waffenschein.